You lads are here today to prove that you've got the skills to make it in a professional game. Now, for the last few years, you've all been honing your skills at your respective academies, but for whatever reason, you've been released. Now, the league organizes these trials because it believes some very talented players may well slip between the cracks. So this is your chance to prove to me and to all of the scouts from around the country here in attendance that you've got what it takes to be a professional footballer. So, dann gucken wir mal. Shooting drills. Let's see how good you are at putting the ball in the back of the net. Gucken wir uns das mal an. Ah, das ist jetzt nicht ganz so meins. Wir versuchen es aber einfach mal so ein bisschen. So, das sieht gut aus bis hierhin. Ja. Kann man doch bis hierhin nicht... Ah, scheiße. Nicht so unzufrieden sein. Ja. Wäre auch diese ollen Hütchen da treffen. Oh, das, ja, sehr schönes Ergebnis. Wow, wir sind auf Platz 1 gekrabbelt. Ich bin begeistert. Da brauchen wir natürlich auch keinen neuen Versuch. Blimey, Hunter. Where did that come from? You've been watching videos of me. Born with it, mate. Yeah, well, it doesn't matter how you got it, matters what you do with it, yeah? Me, I'm going to the Prem, mate. Boah, ist das eine große Schnauze, Alter. Next, we'll be testing you on your ball control. Move the ball with speed, precision and balance. Let's see what you got. Ich teste gerade mal nebenbei was im Chat. Also ganz kurz mal. So. So, hier kann ich jetzt nämlich den Livestream ein bisschen besser sehen. Und ich stelle mal ein bisschen niedrigere Qualität ein, damit ich Bandbreite frei behalte. So, jetzt kann ich auch den Chat vernünftig sehen. So, was sollen wir jetzt? Achso, jetzt ist hier Ballführung dran. Das sieht ja schon mal scheiße aus. Als ich das erste Mal versucht habe, habe ich irgendwie jede zweite von diesen blöden Stangen über den Haufen gerannt. Das ist nicht so ganz meins. Und so, wie viel haben wir? Bonuspunkte. 19.000. Wir sind nach wie vor auf Platz 1. Ist doch feini. Fortsetzen. Torvorlagen. Up next, passing drills. Move the ball with precision and purpose. Let's get started. Jawohl, das fängt auch gut an. Jawohl. Na, ist doch perfekt bis hierhin. Ich kann nicht meckern. Ja, scheiße, das habe ich mich vertan. Das wollte ich nicht. Das hat jetzt Punkte gekostet. Jawohl. Ach, schade. Ja, der geht jetzt ein bisschen sehr weit raus. Oh, das Ding sah geil aus. Hat ordentlich Punkte gebracht. Oh.
58.000. Ich bin immer noch Erster. Also ich würde mal sagen, bis hierhin haben wir richtig gut überzeugt. 2 gegen 3, das ist jetzt... Okay, I want to see some skill. Positioning, being a team player. Let's crack on. Das ist ein bisschen schwieriger, das habe ich auf der Xbox schon gemerkt. Dass das ein etwas schwierigerer Modus ist, also beziehungsweise ein etwas schwierigere Challenge. Ah, siehst du, genau das meine ich. Man kommt sehr schnell so sehr in Bedrängnis, dass der Ball dann auch schnell weg ist, weil das ist nicht so ganz mein... So dieses Klein-Klein, dieses Eng-Eng, das ist auch so beim echten Fußball nicht meins. Ich bin eher der Typ, der ein bisschen Platz braucht. Schade. Also zumindest, wenn es um Offensive geht. Mist. Also das liegt mir hier überhaupt nicht. Ah, Mist, der ist weg. Nee, da machen wir einfach mal nochmal einen neuen Versuch, weil das Ding ging gerade gar nicht. Und ich... Ah, schade. Der war jetzt nicht so verkehrt. Ah, Mist. Ich krieg das Ding aber irgendwie nicht hinter die Linie von hier aus. Naja, wir haben ja zur Not nachher immer noch einen dritten Versuch. Ist nicht meins, dieser Modus, also diese Trainingsvariante. Aber da ist endlich mal einer im Tor gelandet, das ist auch mal feini. Ja, was ein grottenschlechter Pass. Ach, scheiße. Wir machen nochmal einen. Also ich will hier wenigstens... ach, scheiße. Ich will hier wenigstens... Mist. Ich will hier wenigstens auf Platz 3 kommen nachher mit diesem... nee, der geht nicht rein. Scheiße. Jawohl, jetzt hat endlich mal was geklappt. Ah, Pfosten. Und gleich noch hinten hinterher. Sehr schön. Ich wollte gerade sagen, hä, was war das für ein Pfiff? Aber das war irgendwie... Scheiße. Ah, das habe ich mich falsch bewegt. Ah, Mist. Na komm, wir wollten wenigstens auf Platz 3 damit kommen. Das haben wir jetzt geschafft. Aber das ist, wie gesagt, ist nicht so ganz mein Modus. So, was kommt jetzt? Glaube ich, das letzte kommt jetzt, ne? This is it. Ah. The 11-a-side game. Your final chance to show us what you got. Positioning. Gut, wir brechen mal die Ansprache ab. Looking sharp today, Hunter. Can't say I'm surprised. You got football in your blood, lad. Vielen Dank. Thank you, Mr. Baker. I've been working hard just trying to get ready for today. It shows, lad. Keep it up. So, jetzt gilt's. Jetzt will ich aber hier auch in diesem 11 gegen 11 Testspielchen mein Türchen machen. Das muss jetzt drin sein. Damit unsere Karriere auch gut startet. So, nachher im richtigen Spiel, sobald wir unseren Verein gefunden haben, werde ich natürlich auf eine andere Kameraperspektive umschalten und nur noch Alex Hunter spielen. Denn das ist eher so meins. Weil wenn wir schon eine Einzelspielerkarriere spielen, dann darf es auch ein Einzelner sein, den wir steuern. Alles andere ist ja dann so
Nee, das hätte was von Cheaten. So ein bisschen. Gefühlt zumindest. Deswegen machen wir das. Dann hier kann ich es leider noch nicht umstellen. Ja. Boah, der Pass war jetzt auch totale Grütze. Mist. Ja, toll, jetzt lasse ich ihn da auch noch laufen. So, und jetzt einmal ein bisschen schneller. Alex, lauf, lauf da unten. Na gut, dann treiben wir ihn halt ein bisschen. So, und jetzt rein in den Strafraum. Flacher Ball. Ah, scheiße. Den wollte ich jetzt schön flach reinbringen. Oh, nein, Mist. Also hier in diesem Trainingsspielchen das Ding irgendwie über die Linie zu buxieren, das ist nicht so einfach, Freunde. Ah, jetzt springt er ihm vom Fuß. Scheiße, ich muss ein bisschen abdrehen, sonst wäre der Ball sofort wieder weg gewesen. Weil die Spieler sind jetzt nicht die stärksten, die ich hier habe. Und die anderen sind viel schneller, die sind viel agiler. Das sind ja halt auch die Profis. Und wir sind im Grunde nur die... das Kanonenfutter, wenn man es mal so nennen kann. Total ohne Skill. Bisschen Zeit haben wir noch. Und wir machen mit Alex Hunter das Tor. Yes! Yes, yes, yes. Genau so stelle ich mir so eine Sichtung vor. Jawohl, ist drin. Alex Hunter! Ja, damit dürften wir schon so ein ganz kleines bisschen mit beeindruckt haben. Zumindest hoffe ich, dass wir das haben. Warum kommen denn hier keine Fragen in den Chat? Das ist ja fürchterbar. Habt ihr keine Fragen oder seid ihr einfach nur nicht da? Ach, scheiße. So. Ja, lieber nicht zu sehr forcieren hier. Nicht zu viel dribbeln. Jawohl. Vor allen Dingen gar nicht erst irgendwie darauf anlegen, hier einen blöden Ballverlust zu haben. Ach, scheiße. Ich weiß gerade jetzt irgendwie nicht so richtig wie. Scheiße. Der kam nicht durch. Mist. Ey, sag mal, gibst du die Kugel her? Einmal zurück zum Torwart. Erstmal ein bisschen Ruhe reinbringen in das Ganze hier. Nein, scheiße, im falschen Moment den Ball vorgelegt. Uah, scheiße. Ah, das ist aber meiner. Es ist ein bisschen wenig Bewegung. Also zumindest ein bisschen zu wenig, um wirklich viel draus zu machen. Jawohl, Alex.
Nein, der sollte zu Alex Hunter zurück. Scheiße. Das wäre dann doch... Ach, verdammt. Oh, sehr schön. Mit 80.000 Punkten auf Platz 1. Das steigert natürlich die Chancen, positiv auf einen offenen Verein zu wirken. Sehr, sehr geil. So, jetzt stellen wir es ein mit Hunter spielen. Well done, lads. Lots of hard work on display out there. Hard work in training is the first step to making it as a pro, and I saw plenty of that on display today. Some of you even looked like you could play the game. Now, over the next few days, the scouts will be reviewing their performance notes, as will I. Some of you may be lucky enough to get a pro contract. But if that phone doesn't ring, don't give up. Keep working hard. Keep improving. If one knockback makes you want to quit, football isn't the career for you. All right, lads, that's it for today. Good luck to you all. Yes, take this. Dude. Hey. Oh, it's you, Winter. You got a right gob on you, you know that? Nice one. Never heard so much rubbish in all my life. Oh, what can I say? I strive for excellence in everything I do. Yeah, I can see, mate. It's how you perfected being a complete and utter joke. You know what, Winter? Maybe you're not as boring as I thought you were. Okay, die beiden scheinen sich, ja, zu Hass lieben. Shift starts in half an hour. It won't be long, yeah. Do you think Alex will be okay? He's been talking about his dad a lot recently. I mean, maybe the pressure, the exit trials, got on top of him. They played well today. Listen, Catherine. About Harold. Maybe if I hadn't have been travelling away to games all the time. You know, some seasons it was like 10 months of the year. You always came back, Jim. You never walked out on your family. No, I followed my dreams. But Harold's injuries cut it short, it ruined him. Yeah. Stopped you from following yours, I mean, you gave up everything. And I'd do it again. You know he just wants to be you. You. All right. Yeah. What do you think, Grandad? Ah, great performance today, lads. Top joy. You stood out of mind. I am so proud of you. You should be, Mrs. Hunter. Especially when it runs in the family. Burly, no-nonsense forward, brave as a lion, excellent first touch, like a sort of yesteryear Didier Drogba. 22 goals, 68-69. You're Jim Hunter, aren't you? I know you. I used to collect football cards. Michael Taylor, Rising Stars Football Agency. We are absolutely the guys for nurturing young potential, and you boys, you got it coming out of your ears. You need representation, you call me. Night or day, Christmas day, doesn't matter. Cheers. We'll keep it in mind. You go safely now. I've heard of that guy. Was around back when your dad was still playing. We should call him. Good tune.